Wer Produkte herstellt, die in aller Welt über Generationen funktionieren, muss weit vorausdenken. Im Bereich der Produkte, in der Produktion oder in der Forschung und Entwicklung. Bei allem, was er macht. Innovation ist bei Geberit Alltag. Jedem Produkt geht ein Prototyp voraus. Denn ohne Prototyp keine Tests. Das ist heute noch so. Nur sind die meisten Prototypen nicht mehr real, sondern digital. Virtuelle Entwicklung ersetzt die aufwendigen experimentellen Tests von früher. Wir können ja eine völlig neue Idee virtuell simulieren. Der große Vorteil: virtuell entwickelte Prototypen lassen sich auch virtuell testen, durch Computersimulation. Ein Beispiel: der Geberit-Unterputz-Geruchsverschluss. Dieser Siphon ist mittels Simulation weiterentwickelt worden. Durch virtuelle Tests gelang es, das Produkt in mehrfacher Hinsicht zu optimieren. Die verbesserte Durchspülung verringert die Verschmutzung. Es braucht weniger Wasser, um besser zu reinigen. Also vorher war das Produkt sah so aus und jetzt ist ja so. Bessere Leistung, bessere Performance, obwohl das Produkt selber viel kompakter als der alte ist und mit besserem Selbstreinigungseffekt. Was auf dem Bildschirm so selbstverständlich aussieht, ist eine knifflige Aufgabe. Um das Strömungsverhalten von Luft und Wasser wirklichkeitsnah zu simulieren, braucht es komplexe Rechenmodelle. Die Vorteile der virtuellen Entwicklung sind groß. Früher sollte man solche Sonden vorbereiten und dann in dem Produkt selber montieren. Das störte die Strömung vor allem und beeinflusst die Funktion. Diese Messsonden brauchen wir nicht. Mit der virtuellen Simulation können wir die Strömung in den Produkten sichtbar machen. Wir können Geschwindigkeiten, Drücke und akustische Charakteristiken sehen. Heutzutage durch die Simulation, wir haben ja tausende virtuelle Messpunkte in dem Produkt, was uns die Parameter, die wir für die Entwicklung brauchen, zeigen. Die Resultate aus der virtuellen Entwicklung werden in interdisziplinären Teams analysiert. Produkte werden so gemeinsam laufend optimiert. Der gesamte Entwicklungsprozess erfolgt um bis zu 70% effizienter. Virtuelle Entwicklung spart Zeit und Kosten. Wir können ja ein Produkt viel schneller entwickeln im Vergleich zu experimentellen Methoden. So eine Simulation kann man ja dann in einer Woche machen. Früher war mehr als 2 Monate. Nicht nur das Produkt ist ja innovativ, sondern die Art und Weise, die wir das machen, ist innovativ. Produktionsprozesse sind komplexe Abläufe. Sie bestehen aus vielen einzelnen Schritten. Wer sie verbessern will, kann entweder einzelne Schritte optimieren oder den ganzen Prozess revolutionieren. Wer Vorreiter sein will, der muss einfach vorne bleiben. Und das gelingt nicht durch kleine Schritte, sondern nur durch große Sprünge. Das neue Fertigungsverfahren ist deutlich schneller als das alte. Früher hat es nahezu 14 Tage gedauert, bis der erste Fitting von der Presse runtergefallen ist. Jetzt in der verketteten Fertigung fällt er nach wenigen Minuten herab. Bei der Entwicklung des neuen Herstellverfahrens für den Rundtakt haben wir den gesamten Herstellprozess revolutioniert. Das wäre durch Änder- oder Optimierung der Einzelschritte niemals möglich gewesen. Die Hauptnutzen dieser Innovation sind reduzierte Durchlaufzeiten, reduzierte Herstellkosten und reduzierte Umweltbelastung. Fittings sind dauerhafte Verbindungsstücke zwischen Leitungsrohren. Je nachdem, was die Rohre transportieren, ob Trinkwasser, Heizungswasser oder sonstige Medien bis hin zu Gas, sind die Fittings aus C-Stahl, Edelstahl oder Kupfer. Für die Herstellung von Fittings sind normalerweise viele Einzelschritte nötig. Erst zuschneiden, dann abfräsen, dann signieren, biegen, aufweiten und schließlich noch kümpeln. Zwischen jedem Arbeitsschritt müssen die Fittings von einer Maschine zur nächsten transportiert werden. Das braucht alles viel Zeit. Und der Entsorgungsaufwand für die Schmiermittel ist beträchtlich. Die Lösung: das Rundtaktverfahren.
Im Vergleich zu dem konventionellen Fertigungsweg bietet dieses neue innovative Verfahren die Möglichkeit, auf kleinstem Raum die Pressfittings zu fertigen. Zeit, Energie, Kosten und Ressourcen zu sparen. Zudem umweltfreundlich zu produzieren. Wir haben diese Gedanken zusammen mit dem Anlagenhersteller bearbeitet und haben ein grundlegend neues Fertigungssystem entwickelt. Beim neuen Rundtaktverfahren sind die Arbeitsschritte kreisförmig angeordnet. Das bereits getrennte und gebogene Werkstück wird auf einer Drehscheibe platziert und bei jeder Vierteldrehung weiter bearbeitet. Nach einer vollen Umdrehung ist der Fitting fertig geformt. Die Einsparungen durch den neuen Prozess sind sehr deutlich. Bei den Schmiermitteln sparen wir etwa 40.000 Liter pro Jahr ein. Durch den neuen Rundteller sparen wir im Jahr etwa 100.000 Kilowattstunden an Strom ein. Das entspricht in etwa dem, was ein 4-Personen-Haushalt in 20 Jahren verbraucht. Neue Produkte erfinden, das ist bei Geberit Teamarbeit. Und zum Team gehören nicht nur Entwickler, Konstrukteure und Verfahrenstechniker, sondern auch der Installateur und der Endkunde. Ihre Bedürfnisse und Ansprüche stehen im Zentrum. Wir haben uns überlegt, was kann man an einem Badewannenablauf noch verbessern? Was stört den Kunden heute? Der Uniflex Push Control ermöglicht als erster Badewannenablauf das Baden zu zweit ohne einen störenden Knopf im Rücken. Richtig bequem. Anlehnen und spürt eigentlich nichts im Rücken. Früher hat man einen Badewannenablauf gedreht. Heute drücken wir ihn. Dies wiederum bedingte die Entwicklung einer völlig neuen Mechanik, des sogenannten Flip-Flop. Neben der einfacheren Bedienung erfüllt der Uniflex Push Control ein weiteres Kundenbedürfnis: eine tiefere Einbauhöhe der Badewanne. Um die Badewanne tiefer zu setzen, muss der Siphon darunter flacher werden. Also haben wir den Push-Control-Siphon deutlich flacher gemacht. Durch die heutigen Möglichkeiten der Simulation von Wasserflüssen sind wir in der Lage, einen Siphon um 30% in der Höhe zu reduzieren. Um das Prinzip zu testen, wurde ein Prototyp hergestellt. Handarbeit war dafür nicht mehr notwendig. Der 3D-Printer baut den Prototyp. Schicht für Schicht, und zwar über Nacht. Nach der Entwicklungsphase begannen die Tests im Labor. Was über 50 Jahre halten muss, kann man nicht sorgfältig genug testen. In diesem Labor können wir innerhalb von 10 Tagen 25 Jahre Leben eines Badewannenablaufes simulieren. Die Ansprüche der Installateure an Geberit-Produkte sind vielfältig. Installateure erwarten von Geberit-Produkten eine einfache Montage, sehr hohe Sicherheit und sehr hohe Qualität. Deswegen wurde bei Push Control bewusst darauf geachtet, dass in der Verpackung alles dabei ist, was er zu montieren braucht. Unsere Installateure sind von der Montage begeistert. Von der Idee bis zur Nullserie vergingen beim Uniflex Push Control kaum 15 Monate. Und nur ein Jahr später erfolgte die Marktpremiere. Wer Produkte herstellt, die rund um die Welt und über Generationen funktionieren, muss weit vorausdenken. Immer wieder von Neuem, jeden Tag, bei allem, was er macht.